HiFi Setup Tours, die Folge 24. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid. Zur Folge 24 der HiFi Setup Tours und gleich vorneweg, ich muss mich nochmal bei euch bedanken. Also vielen, vielen lieben Dank an alle, die mir ihr Setup schicken, die sich teilweise echt Mühe geben mit schicken Fotos und mit der Beschreibung. Also das ist wirklich klasse und es hört nicht auf und es freut mich mega. Es macht immer noch so viel Spaß wie bei der ersten Folge. Und los geht's mit dem ersten Setup. Das erste Setup kommt von dem Florian und wir schauen gemeinsam rein und ich muss hier auch direkt schon wieder sagen, mega cool Florian, also wieder individuell, persönliche Note, so auch noch nicht gesehen, Hammer. Florian ist übrigens erst 20 und das finde ich cool, der gehört dann hier zum Vinyl- und HiFi-Nachwuchs, so muss das sein, Florian. Wir legen los, sein Plattenspieler, das ist ein, ja, Rega P2 mit Rega Carbon, er schreibt, hoffentlich bald Ortofon 2M Bluetonabnehmer. Okay, als Extras hat er hier ein Dynavox Plattengewicht und eine Korkauflage. Er schreibt zu seinem P2, für das Geld wirklich der beste Dreher, den man bekommen kann. Tolle Auflösung und toller Transport der britisch üblichen Wärme. Ja, definitiv. Wir haben es schon oft gesagt, die Rega-Geräte gerade in diesem Preisbereich sind top. Als Verstärker benutzt er passend einen Rega Prio. Er schreibt dazu super warmer Klang mit großartigen Instrumentenwiedergabe. Er nutzt von dem Prio auch aktuell noch die interne Phono-Verstärkung, die er klanglich auch sehr gut findet, aber er würde gerne in Zukunft mal einen Lehmann Audio Plecube Statement ausprobieren oder beziehungsweise das hat er geplant. Lautsprecher sind B&W, Bowers & Wilkins 706 S2. Er schreibt, ja, die sind eigentlich für schreiend gute Höhen bekannt, spielen aber an dieser warm abgestimmten Anlage perfekte Mitten. Stimmen sowie alles andere organisch klingende erstaunlich echt und klingen mehr nach Stand als Kompaktlautsprecher. Ja, klar, Flo, da sprichst du gerade nochmals an, es spielt natürlich immer die Kombination der Geräte eine große Rolle. Als Kabel nutzt er noch Goldkabel LS0300 und jetzt spannend, weil das habe ich mich nämlich gefragt hier, Rack und Ständer sind eine Maßanfertigung von einem Tischlerkumpel, der HiFi-Möbel baut. Mega, ja, das dachte ich mir schon fast. Ich sag mal, das ist dann nochmal was ganz Besonderes, finde ich super. Extrem massives Holz, weshalb ich das IKEA Abtitlig unter dem Dreher eigentlich nicht bräuchte, aber trotzdem habe. Ja, kann ich verstehen. Wirklich diese, auch die Lautsprecherständer, ne? Irgendwie so Mischung zwischen Ständer und, keine Ahnung, Hockerstuhl. Finde ich cool gemacht, geben den schwarzen Lautsprecher irgendwie so eine Holznote, ne? Der Kontrast, das passt ja auch dann alles schön zusammen. Also finde ich wirklich toll, auch dass du da dann das Rack noch nutzen kannst, für ein paar Platten reinzustellen. Würde ich, glaube ich, immer so luftig lassen, also würde ich nicht ganz vollstellen. Finde ich so irgendwie genau richtig. Sehr ansprechend, tolles Setup. Vielen Dank, Florian. Weiter geht's mit Setup Nummer 2 für heute und das kommt von dem Bruno. Und auch hier kann ich mich auf den ersten Blick begeistern, muss ich sagen. Einige bekannte Sachen, die ich hier schon sehe. Was haben wir? Der Plattenspieler. Er hat ein Akustik Solid Machine Small mit zwei Tonarmen. Das ist einmal ein Rega RB303 mit einem HANA SL. Aha, interessant. Und als zweiten Tonarm einen Rega RB3000 mit einem Rega Apheta 3. Der Dreher steht auf zwei Granitplatten. Die untere mit Spikes entkoppelt und die obere mit Dämpfer. Ja, beeindruckendes massives Gerät auf jeden Fall. Klasse. Als Phono-Verstärker hat er den Music Fidelity Nu Vista Vinyl und als Phono-Kabel von der Nu Vista zum Verstärker ist ein Sommer Phono XLR Kabel dran. Ja, ja, das ist auch spannend, definitiv. Ich glaube, das ist sinnvoll, ne? Von der Quelle im ersten Schritt ein XLR Kabel, das kann schon Sinn machen. Als Vollverstärker hat er laufen ein Music Fidelity Nu Vista 800
Und hier Stromkabel für den Nu Vista ist von Isotec. Okay, also ich sehe Music Fidelity so ein bisschen sein bevorzugter Hersteller, denn auch der CD-Player ist ein Music Fidelity, der M6 CD. Kabel vom CD-Player zum Verstärker ist ein reines Silberkabel. Ebenfalls vom Music Fidelity nutzt er einen Music Server M6 Connect. Und da hat er ein Rhodium-Kabel von Goldkabel. Noch einen Kopfhörerverstärker hat er im Einsatz. Ebenfalls natürlich bei ihm Music Fidelity, MX HBA. Und der Kopfhörer ist ein HiFi Man Sundara. Natürlich habe ich die Lautsprecher erkannt. Das sind HBeth, und zwar die HBeth Super HL5 mit den passenden Ständern. Daran Lautsprecherkabel, ebenfalls von Sommer, die Excelsior SC Quadra Blue. Ja, toll. Sprechen mich auch sehr an. Natürlich für mich immer in Holz schöner, aber auch in dem ganz dunklen, ich weiß gar nicht, ist es jetzt sehr dunkles Holz oder schwarz, ist egal. Aber gefällt mir sehr gut, auch wie du die hier platziert hast. Sieht gut aus. Er schreibt, Stromkabel sind teilweise von Inakustik und Isotec. Ausgenommen die Stromkabel für die Nu Vista ist ein extra abgeschirmtes Kabel mit einem eigenen Stromfilter nur für die Nu Vista Weine. Ja, gut. Dann, ne? Bei Geräten so ein bisschen Music Fidelity und was Zubehörkabel angeht, Inakustik, Isotec, Sommerkabel, ist doch cool. Die Anlage selbst hat einen Stromfilter von Dynavox. Ja, Dynavox auch noch im Spiel. Er schreibt, ich hatte über 20 Jahre die HLP3, auch HBeth, ja. Aber einmal HBeth, immer HBeth. Ja, bei mir jetzt gerade nicht, ja. HBeth weg, Valor Audio her. Aber ich weiß, was du meinst, und ich kann das schon verstehen. Ich kann das schon verstehen, dass man sich, dass das genau das ist, was man mag. Aber da sich bei mir so viel geändert hat, wie wir es eben schon mal hatten, es ist immer die Kombination, die es macht. Ne? Er schreibt, für das Rack habe ich sehr lange gesucht, um es genau so zu finden, wie es da steht. Passt bei dir aber auch schön rein. Ist ja auch nicht so einfach. Ne? Du hast ja auch hier dein Hi-Fi Setup im Wohnzimmer offensichtlich integriert. Nicht jeder hat den Vorteil eines extra Raums. Und da muss es eben irgendwie passen. Ne? Und ich finde, du hast hier eine gute Brücke geschlagen zwischen sieht nach Hi-Fi aus und sieht auch nach Wohnzimmer aus. Ja? Also finde ich wirklich gut. Toll. Ich glaube auch, dass das ein ganz fein klingendes Setup ist, Bruno. Das bin ich mir ganz sicher. Gefällt mir. Ach, hier auf dem Foto sehe ich es ja, dass das keine schwarzen HBeth sind, sondern dunkles Holz. Wunderbar. Bruno, vielen Dank für deine Einsendung. Als drittes für heute folgt das Setup von dem Dietmar. Und auch hier gibt es Spannendes zu entdecken. Wir sehen seinen Plattenspieler. Ein Torrens TD-126 MK3. Ein spannender Vintage-Dreher mit Mahagoni-Zarge. Er schreibt, Sub-modifiziert, Tonarm noch Standard, aber auf der Suche nach was Besserem. Als Tonabnehmer, wird das eine HANA-Runde hier? Ein HANA EH. Ja, HANA, der Hersteller, wirklich aktuell schwer im Kommen. Als Phono-Vorstufe nutzt er ein Primare R20. Als Streaming- und Vorverstärker NIME NAC oder NAC 172 XS. Ebenfalls hat er einen CD-Player laufen, den Teac VRDS 25X. Den finde ich ja wirklich spannend, muss ich sagen. Der hat was. Sieht richtig bulinenmäßig aus, das Gerät. Als Verstärker nutzt er einen Akai DAA 9500. Er schreibt, Jubiläumsgerät zu 60 Jahre Akai. Auch spannend. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Sieht ebenfalls irgendwie bolidenmäßig aus und ist wohl auch schon etwas älter. Weiter geht's mit den Lautsprechern. Ja, das ist wirklich massiv. Hier geht's um T&A TMR 160 MK2. Und das sind ja definitiv brachiale Teile. Was will man da sagen? Ihr wisst, es gefällt mir in Holz auch diese eckige Form, wie die gestaltet sind, finde ich cool. Mir wären die ein bisschen zu bullig fürs Wohnzimmer, aber wer drauf steht, ich kann es verstehen. Er schreibt, wie man sieht, bin für alles offen, ob Vinyl, CD oder Stream, je nach Stimmung und Material. Ja, ist doch wunderbar, das ist doch dann eigentlich der Optimalfall und gibt es natürlich auch nichts dagegen zu sagen. Ah, das Rack hier, das kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Da hast du nichts dazu geschrieben. Ich kann es nicht ganz lesen. Kannst ja auch nochmal drunter schreiben, was das für eins ist.
finde ich im Prinzip auch nicht übel, muss ich sagen. Ich glaube, das sind vernünftige Teile, aber ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Schreib's nochmal drunter. Dietmar, vielen Dank. Das Setup Nummer 4 für heute kommt von dem Bernhard. Und ja, da im ersten Moment kann ich eigentlich auch nur wow sagen und wieder nur Neues für mich entdecken. Schaut euch das mal an. Das ist der Wahnsinn. Wir legen los mit seinen Endstufen. Das sind Brackemeier Argonaut 845. Seine Vorstufe ist eine Brackemeier Calix oder Salix mit 5x Phono MM, MC mit Lundal Übertrager. Ah, okay. Als CD-Player hat er einen DynaStation 2, der modifiziert ist. Als SACD-Player hat er einen Micromega Reference SACD. Kommen wir zum Plattenspieler. Plattenspieler mit Tonarme kann ich leider noch keine Angabe machen. Nur so viel. Hammer. Okay, also er schweigt hier über Hersteller. Das ist ja spannend, Bernhard. Halt uns da mal auf dem Laufenden. Das ist natürlich rein optisch absolut High-End, das Teil. Würde ich gerne mehr darüber erfahren. Seine Netzfilter sind von MIT. Und jetzt kommen wir zu den Lautsprechern, die mich auch mega interessieren. Das sind Eigenentwicklungen. Und er hat die auch selbst hergestellt. Komplett aus Massivholz, wie er schreibt. Mit Altec Chassis und Alnico Magneten. Ja, wow. Bin ja immer beeindruckt, wenn jemand irgendwie was selbst bauen kann, da im HiFi sich da so nicht nur mal rantraut, was zu reparieren, das traue ich mir auch noch zu, aber hier wirklich eigene Sachen entwickelt und baut, da gibt es ja wirklich einige, also da Hut ab, ganz toll. Und das Holz, das du da gewählt hast, also das ist ja wirklich ein Traum. Also ich finde, das sieht absolut fantastisch aus, richtig, richtig schön. Und ja, Leute, muss ich euch wieder sagen, die Geräte, Endstufen und so weiter, die der Bernhard hier nutzt, ist mir so gut wie alles unbekannt. Es werden wieder einige sagen, ach, das muss man doch kennen. Ja klar, sorry, man kann nicht alles kennen. So ist das eben und ich bin ja auch noch nicht ewig dabei. Und so freut es mich, dass ich wieder sowas Individuelles entdecken kann, was du mir hier geschickt hast, Bernhard. Absolute Spitze, vielen Dank. Es geht interessant weiter mit dem letzten Setup für heute. Und das kommt von dem Thomas. Und wir sehen schon, das ist hier ein bisschen anders bei dem Thomas. Also es scheint so, als würde er hier Nahfeld hören. Er nutzt Lautsprecher von Fischer und Fischer. Er schreibt klein. Er hatte übrigens kurz vorher noch Kev, aber er schreibt für seinen 8,75 Quadratmeter großen Raum waren diese viel zu kräftig. Er sitzt 1,5 Meter von den Boxen entfernt. Das ist schon relativ nah. An den Fischer & Fischer nutzt er Lautsprecherkabel von Straightwire Soundstage LS. Als Verstärker hat er einen Rega Elix R. Er schreibt, einfach wundervoller Verstärker. Habe zum Vergleich auch einen Audiolab 8300A gehabt. Der Rega ist aber viel detaillierter und nicht so steril wie der Audiolab. Der Verstärker ist rein analog, kein Deck oder digitale Eingänge. Okay, ja, schön. Immer gut, wenn man irgendwie so testen kann, dann weiß, jawohl, ich habe hier das Richtige. Als externer Deck nutzt er den Cord Q-Test. Ja, den habe ich auch schon mehrfach gesehen und auch schon gehört. Super Preis-Leistungs-Verhältnis, wie ich weiß. Als Plattenspieler nutzt er ja auch einen bekannten, den Rega P3, mit dem Rega Neo PSU, also die externe Steuereinheit. Als Tonabnehmer hat er auf dem P3 ein Ortofon 2M Black, auch das wohlbekannt und verbreitet. Die Phono Pre ist eine Graham Slee Reflex plus PSU Netzteil. Er schreibt, das ist eine extrem gute Phono-Vorstufe. Und bin total begeistert davon. Ja, von diesem Graham Slee habe ich tatsächlich auch schon viel Gutes gehört, habe ich aber selbst noch nicht getestet. Er hat noch einen Subwoofer in Kombination laufen von Kev, den KC61. Ebenfalls hat er ein Kopfhörer-Setup mit einem Sennheiser HD800S und als Kopfhörer-Amp nutzt er Topping A90
discreet. Er schreibt, an diesem Punkt werde ich jetzt erst einmal genießen, was ich habe und erstmal nichts Neues kaufen. Ja, ja, das haben wir ja meistens vor, aber wie es dann doch so geht. Aber nee, immer toll, wenn man sagt, jetzt passt es erstmal, jetzt wird Musik gehört. So soll es ja auch eigentlich sein. Ja, gefällt mir wirklich gut, wie du das gemacht hast. Ne? Wäre jetzt nicht so meins, dieses am Schreibtisch irgendwie so Musik hören, aber ich weiß, dass da viele richtig Lust drauf haben und dass das auch ganz, ganz toll sein kann. Keine Frage, aber so ist das eben, aber ist auch gut, sonst hätten wir ja alle das Gleiche zu Hause. Finde ich toll, dass auch mal sowas heute dabei war. Thomas, vielen lieben Dank für deine Einsendung und alle anderen, die auch gerne mal mitmachen möchten, kann ich an der Stelle nur noch mal motivieren, mir eine Mail zu schicken an info@soundandgrooves.de. Schickt mir ein paar schöne Fotos und eine kompakte Auflistung eurer Geräte. Ich bin mit den Einsendungen immer ein paar Monate hinterher, deswegen wird es einige Zeit dauern, bis ihr dann drankommt, aber ihr kommt sicher dran. Vergesst nicht, mir ein Abo, ein Like und vielleicht auch ein kleines Kommentar dazulassen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Bis dann.